Ich habe ein sehr emotionales Video für dich, weil in der Apotheke hatte ich die Diskussion, Bauchfett in 24 Stunden schnell loswerden. Und da gibt es viele Videos zu, da gibt es viele Eintragungen zu, in 24 Stunden das Bauchfett schnell loswerden. Was sage ich dazu? Das werde ich natürlich sehr emotional, weil das ist natürlich reißerisch. Bauchfett in 24 Stunden loswerden, ist das möglich? Ja, chirurgisch kannst du da Eingriffe vornehmen, die das auf jeden Fall ermöglichen. Aber rein physiologisch mit irgendwelchen Maßnahmen kannst du ein Fett innerhalb von 24 Stunden aus deinem Körper nicht eliminieren. Das wollte ich in diesem Video ganz klar dir sagen. Wer das dir weismachen will, der macht sich sehr unseriös und das finde ich extrem schlecht. Deswegen, das ist ein Thema, was mich auch sehr, sehr belastet, weil ich habe selber über 18 Kilo verloren im letzten Jahr und das Bauchfett ist das Fett, das aus unserem Ursprung, aus der Steinzeit dafür da war, in der Mitte unserer Organe vor der Kälte zu schützen oder vor Angriffen. Und deswegen nehmen wir auch als erstes an Armen und Beinen ab und am Bauch eigentlich am wenigsten. Ja, und das ist auch der Grund, das Viszeralfett, das Bauchfett, ist eigentlich eine Protektion für unseren Körper. In der heutigen Zeit ist es eher ein Ballast, weil da unsere Krankheiten auch liegen, die wir haben. Und deswegen, wenn du Bauchfett hast, dann brauchst du eine langfristige Umstellung. Eine langfristige Umstellung, eine Lebensumstellung, die dazu führt, dass du wieder dich viel, viel fitter, viel, viel besser fühlst. Wenn dich das interessiert, im Moment habe ich eine Gruppe, die nennt sich MindDiet 2020. Da geht es aber mehr auch um die Versorgung des Gehirns, um positive Emotionen, viel, viel mehr Energie. Und ganz nebenbei, so wie ich das gemacht habe, verlierst du dann dein Gewicht, aber nicht in 24 Stunden, aber dafür langfristig. Und es kommt nicht mehr wieder, wenn du diese Lebensumstellung hast. Wenn dich das Thema also interessiert, nicht Bauchfett loswerden in 24 Stunden, weil das ist unmöglich. Dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören. Mach's gut, dein Frank.